Ja, mein Vater war Schmied in Waldhausen, hat Schlossarbeiten gemacht, Pferde beschlagen, Stiegengländer gemacht und Anhänger gebaut. Und zum Schluss hat er dann Landmaschinen verkauft. Und so hat er sich immer über die Runden gehalten. Die Schmiedearbeit ist ja immer zurückgegangen und die moderne Zeit hat das mit sich gebracht, dass er dann zum Schluss Landmaschinen verkauft hat. Und das habe ich dann übernommen. Ich habe im Jahre 1965 eine Lehre als Kfz-Mechaniker und Landmaschinenmechaniker begonnen und abgeschlossen mit der Meisterprüfung und habe 1975 den Betrieb von meinem Vater, die alte Schmiede, übernommen und habe dann mit Landmaschinen begonnen, das Geschäft aufzubauen. Im Jahre 1977 haben wir eine neue Firma gebaut, eine neue Werkstätte und mit Landmaschinen und Autos. Landmaschinen haben wir dann aufgelassen und 1980 habe ich dann die Marke Datsun übernommen. Werk hat geheißen Nissan. Das Produkt waren die Autos, die haben Datsun geheißen. Heute heißt alles Nissan und da habe ich dann schon einen Spengler und einen Mechaniker aufgenommen.